Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 237. Sendung von Sport in Schwerin. Heute wieder aus der Reifebahn Sporthalle zur MV-Liga der Frauen. Der SV Grünwald Schwerin trifft heute auf den SSV Einheit Tedro. Bei mir wieder Roberto als Handball-Experte und er wird uns gleich mal ein bisschen aufklären, welche Brisanz dieses Spiel dann hat. Ja, Brisanz in dem Sinne ist, Steffen möchte heute gewinnen, will gewinnen, muss gewinnen, kann man alles formulieren. Weil nur bei einem Sieg zieht er an Tedro vorbei, die momentan noch einen Punkt Vorsprung haben vor den Mädels. Sollte er verlieren, Bürzow-Güstrow gewinnt, rutscht er runter auf Platz 7, dann ist der Platz 5 futsch. Und dann wird es für den Rest der Saison natürlich für die letzten Spiele relativ schwer. Das Hinspiel hatte Steffen mit 2 oder 3 Toren gewonnen. Das heißt, an dieser Leistung gibt es, muss man wahrscheinlich anknüpfen. Aber bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt hier. Ja, wir haben noch 4 Spiele insgesamt in der MV-Liga. Kann man sagen, dass Pilotprojekt, zweite Mannschaft, Grünwald-Schwerin ist geglückt? Teils, teils, denke ich mal, weil Steffen, seine Anforderungen sind hoch. Ich weiß, dass er sich Mühe gibt und dass die Mädels sich wahrscheinlich auch jedes Mal den Arsch aufreißen. Aber im Endeffekt kann man sagen, es ist ein gelungenes Projekt, mit einer fast kompletten A-Jugendmannschaft aufzurücken in die MV-Liga. Und über die nächsten Jahre wird sich zeigen, ob sich das wirklich gelohnt hat, die Entwicklung weiter stattfindet oder nicht stattfindet. Steffen muss halt mit wenig Personal klarkommen, was das Spielerische angeht. Tja, aber sonst würde ich sagen, es hat geklappt. Ja, dann schauen wir uns mal an, ob das heute weiterhin klappt, ob Platz 5 möglich ist für Schwerin. Dein Tipp für heute? Also wenn es gut läuft und alle am Limit spielen, denke ich mal, dass ein Sieg drin ist mit 5 Toren Unterschied. Alles klar, dann schauen wir uns das an und freuen uns auf das Spiel Grünwald-Schwerin 2 gegen Einheit Tedro. Na Sophie? Also die 3 Wochen Zwangspause für mich nicht. Er wollte unbedingt im letzten Spiel von uns dabei sein. Ja, Geschenke? Ja, so wie heute sehr lang, er möchte mitkommen, er würde uns etwas bereichen. Nee, er wollte einfach nur gerne dabei sein. Ich habe gesagt, das letzte Spiel ist in Rostock. Ja. Dann müssen wir ihn mitnehmen, ne? Er fährt selbst. Riesiges Schiff. Nee. Daimler oder? Ich glaube Daimler Chrysler. Nicht doof. Was denn? Wenn sie 2 Leute wieder rein? So, und damit auch hallo vom Kommentatorenplatz hier kurz vor dem Spiel des SV Grünwald-Schwerin 2 gegen SSV Einheit Tedro. Mannschaften haben Aufstellung genommen, die Schiedsrichter sind auch soweit und das Spiel geht los. Juhu! Ja, auf die Spielerin gilt es zu achten, die Nummer 10. Hat ihre Ausbildung, glaube ich, in Neubrandenburg damals gemacht, ihre handballerische Ausbildung, und hat unheimlich viel Feuer in der Beine und sehr gutes 1-1. Also da muss man wirklich Obacht geben. Die kann aus jeder Position eigentlich, also wirklich, die kann jede Position spielen, also sie ist unheimlich gefährlich. Und ich glaube auch, dass Steffen an dieser Spielerin Interesse hat für die kommende Saison. Wiebke Badendick jetzt mit dem 1-0 für Tedro. Es wäre natürlich nicht ganz verwunderlich. Die Ausbildung in Neubrandenburg gilt als relativ gut. Der Kampf in der B-Jugend Grünwald-Schwerin gegen Neubrandenburg ist Zeuge dafür. Und auch Spielerinnen, die eben aus Neubrandenburg schon kamen. Manja Görl, zweite Bundesliga von den Spreefüchsen, um nur eine zu nennen. Genau, genau. Pech für Sarah Bischoff und Glück, dass sie den Ball noch bekommen. Katrin Körmann geht ja unglücklich zum Ball. Der Ball geht ins Aus und dadurch bleibt Grünwald-Schwerin im Ballbesitz. Also,
Theresa Meisner scheitert an der Torhüterin und es gibt 7 Meter. Und dafür Spezialistin Anna Linke. Hat den, ihren Kreuzbandriss scheinbar gut überstanden. Und wird nächste Saison, denke ich, auch wieder mehr in Aktion treten als nur vom 7-Meter-Strich. Warten wir es mal ab. Schön verwandelt, lange gewartet auf die erste Bewegung vom Torhüter und dann oben eingenetzt. Sehr schön, 1-1. Nein, um zu Anna Linke nochmal zu kommen. Sie könnte theoretisch, sie wäre soweit. Die Info habe ich von Steffen. Er möchte aber da kein Risiko eingehen. Er sagt, das Vierteljahr muss noch sein. Weil im Endeffekt, es läuft, sie werden nicht absteigen, sie werden nicht aufsteigen, das ist alles gut. Und so genießt die Spielerin natürlich erstmal ihre Vormachtstellung beim 7 Meter, dass sie die machen darf. Und hat auch das Gefühl, dass sie dazugehört. Und ich denke mal, es tut ihr auch ganz gut, immer weiter den Körper Woche für Woche zu schinden, damit man weiß irgendwann, wenn es wieder losgeht, dass man komplett fit ist, dass man sich darüber keine Gedanken machen mehr muss. Weil es ist natürlich auch eine Kopfsache, so einen Kreuzbandriss zu verarbeiten. Ich habe Erfahrung, mache gerade die zweite dabei. Deswegen, also ich denke mal, dass in einem Vierteljahr, denke ich mal, ist mit ihr wieder zu rechnen. In der Vorbereitung her würde ich ihr wünschen, freue ich mich drauf. Ja, bei Grünwald-Schwerin, bei der ersten Mannschaft, ja, ein ähnliches Phänomen. Vivian Badlau ebenfalls mit dem Kreuzbandriss. Und auch da wird sich Zeit gelassen, auch wenn die Finger schon wieder jucken. Aber zu Recht, wir haben das auch im Schweriner Umfeld schon erlebt. Kreuzbandriss gerade überstanden, mit Schiene gespielt und dann der nächste Kreuzbandriss. Da sollte man dann doch lieber ausheilen lassen, der Gesundheit Vortritt geben. Ich meine, es ist gut, dass die Schiedsrichter gleich die Ermahnung abgeben an die Kreisarbeiter in der Abwehr, dass sie Hände wegzulassen sind, solange kein Ball da ist. Wenn sie Linie halten, ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Und Susi Grimm im Tor für Grün-Weiß 2, die wir ja von der ersten Mannschaft kennen. Und das Tor von Franziska Horn. Von Anne Herrmann. Anne Herrmann. Ehre, wem Ehre gebührt. Franziska Horn noch auf der Ersatzbank momentan. Trotzdem, jetzt nach 5 Minuten habe ich so ein bisschen den Eindruck, das schnelle, aggressive Spiel ist es noch nicht. Noch sehr abtasten beider Mannschaften. Ja, also es ist definitiv ein Abtasten. Es wird gar nicht viel über die Kombination oder über Spielzüge probiert. Es wird eher im 1-1 probiert, dadurch natürlich viele technische Fehler, auch schon wieder in der Anfangsphase. Steffen sich gerade als Ballholer nützlich gemacht. Ja, ich habe, und Juliane Schiller mit dem Treffer. Ja, ich habe den Mann selten so schnell laufen sehen. Also ist momentan überzeugt von seiner Mannschaft, von dem Auftreten seiner Mannschaft. Ja gut, aber solange er den Ball schnell wieder an die Linie bringt, hast du natürlich die Möglichkeit, noch schnell nach vorne zu spielen, um eventuell die noch nicht zurückgerückte Abwehr zu überlaufen oder auszuspielen. Also es war, würde ich genauso machen. Und das sah nicht gut aus. Anne Herrmann ist direkt rausgerückt, das Tor für Nancy Leier. Aber Anne Herrmann geht weiter. Würde ich sagen. Ich vermute mal einen Pferdekurs. Das wird sie erst nachher so ab der 40. Minute wirklich bemerkbar machen, wenn die Oberschenkel anfangen zu brennen. Ja, wir werden das beobachten. Schrittfehler, aber durch Behinderung natürlich Ballbesitz für Grün-Weiß-Schwerin. Aber es war mal schön gespielt, mal erster schneller Variantenversuch. Ja, es ist schön flüssig durchgespielt. Man versucht hier über eine spielerische Akzente zu setzen. Gar nicht zu sehr über 1-1-Situation. Hier sehr schön Sperre absetzen. Weiter auf Lücke gestoßen. Ja, schade. Also, wenn der Pass ankommt, durch die Lücke gestoßen, schnell den Ball gespielt, dann ergibt sich auch das Loch und dann kann man da ohne, dass der Gegenspieler, technischer Fehler, ja.
Arne Herrmann mit dem Treffer. Hatte man noch gehört von außen rechts. Juliane Schiller war mitgelaufen. Gelb gibt's gegen Wiebke Bandig. Schon überraschend. Im Ball so rein. Aber Grünwald Schwerin wirkt sehr, sehr sicher in ihrer Spielweise. Und sind in keinster Weise beeindruckt von den in der Tabelle vor ihnen liegenden Teterower. Und die Lücke gefunden von Janine Krönner. 4-3. Ja, ich erwarte jetzt in Kürze, dass das passive Spiel angezeigt wird von den Schiedsrichtern. Ja, jetzt kommt das Signal, Abstimmung, da ist es. Jetzt muss es natürlich schnell gehen. Aber nicht so. Das ist kein Wurf, das ist... Das war Therese Meissner. Das war Müll. Das war einfach nur Müll. Ein Stück Papier geworfen, das wäre schneller geflogen. Ja, das wirkt nicht nach einer sicheren Kombination, aber doch noch der Abschluss von Clemens. War eigentlich die Möglichkeit zum Kreisanspiel eben auf Katrin Hilger. Und jetzt technischer Fehler gepfiffen. Schrittfehler. Oh, schlechter Pass, der ging ja ins Irgendwo und eröffnet die Chance für Schwerin über Anne Herrmann und Theresia Meissner. Und voller Selbstvertrauen, Anne Herrmann. Mit dem 5-3. Ich denke mal, das werden wir heute auch öfter sehen, dass der Ball von Susi Grimm in die erste Bewegung, nach vorne, schnelle Bewegung zu Anne Herrmann kommt. Kennen sich ein bisschen noch von früher. Beide haben ja sicherlich auch schon in dem Bereich gespielt, wo man sagt, man kann sich auf den anderen verlassen. Und das sieht man jetzt hier auch. Ich glaube, es war der zweite Pass von Susi auf Anne Herrmann. Und sie steht in der Luft, sie wartet sehr lange beim Abwerfen. Und dadurch auch für sie dann die Möglichkeit, den Torhüter zu beobachten. Das hat sie jetzt, glaube ich, dreimal mittlerweile herrlich gemacht. Und dreimal herrlich getroffen. Ja, das war als Passvariante vielleicht gar nicht schlecht, aber überhaupt nicht geguckt. Der Ball direkt zu den Grün-Weißen, die jetzt nach 10 Minuten den besseren Eindruck im Spiel machen. Den etwas wacheren Eindruck, den besseren vielleicht noch gar nicht, weil dann wird es hier wahrscheinlich ein bisschen lauter sein, ein bisschen schneller alles. Wir sind, glaube ich, immer noch in so einer Abtastphase, wo man überlegt, gehen wir über 1-1, gehen wir über spielerische Akzente. Aber irgendwann muss man auch eine Entscheidung getroffen haben, damit das Spiel etwas attraktiver wird und man sich gegebenenfalls auch absetzen kann. Das ist auch kein Wurf, das ist halbherzig. Sicherlich als halbrechte, Stürmerfoul. Als halbrechte Spielerin mit dem rechten Wurfarm ist natürlich eine schwierige Situation dort. Aber da muss ein bisschen mehr aus dem Arm rauskommen. Ja, da hatte sie sich auch nicht richtig getraut. Und die Quittung gibt es im Gegenzug. Das Tor für Teterower, 5-4. Da hat das Spiel spannend. Wiebke Badendiek zum erneuten Treffer. Hey.
Ja, die Zwisch... Anne Herrmann wieder. Aber mit einer schönen Bewegung, schönen Wurf, diesmal aber übers Tor. Aber wir haben das vorher von der Bank hier gehört, Mädels stoßen, also in die Lücken reingehen. Ja, natürlich, ich kann nur auf die Lücken stoßen, wenn ich den Ball auch ohne den Ball mich bewege und auf die Lücken zugehe. Wenn dann der Ball im richtigen Moment kommt, dann ist die Lücke offen und manchmal reichen 50 cm, um da durchzuspringen. Und das sind alles drahtige Mädels, das sollten alle mit der technischen Ausbildung so weit gefeilt sein, dass sie auch die Möglichkeit haben, dort die Lücke ja, zu sehen und durchzufliegen. Ich sage immer gerne fliegen. Tetro hat kein Mittel, wir haben auch keinen wirklichen Shooter von hinten. Das sind so, ich stehe 5 Meter weg von der Abwehr, passe mir den Ball zu und hoffe darauf, dass irgendwann mal jemand frei ist und das versuche ich dann anzuspielen. Eine wirklich konstruktive Spielvorbereitung oder Aufbau ist es noch nicht. Ja, es wäre eigentlich dann vielleicht mal an der Zeit, mal mit einer Spielvariante, mit einem Spielzug zu arbeiten, um Lücken zu schaffen, weil so wird das nicht. Und jetzt gibt es den 7 Meter für Grümer Schwerin. Und Spezialistin an der Linke. Mit Werfen. Sicher verwandelt per Aufsetzer. Und Susi Grimm mit einer fantastischen Parade. Marie-Claude, immer mit Schwung. Ja, aber sicherlich, klar, Berührung war vom Gegenspieler vorhanden, Schlag auf der Brust, aber selbst wenn ich da durchkomme und sie springt ja auf die Lücke, sie springt fast durch, dann muss sie den Ball in die Ecken setzen. Weil ich kann den Torhüter, der ja nur sehr dominant groß ist, auch ein bisschen körperlich gefüllt. Entschuldigung. Den kann sie den Ball nicht einfach auf die Brust braten. Das geht einfach nicht. Entschuldigung. Ballbesitz. Für Grümer Schwerin Maria Kluth mit Versuch Nummer 2. Jetzt macht es besser. Und dem 7-4. Und wieder der schnelle Ball von Susi Grimm auf Anne Herrmann, diesmal aber unvollständig, wie man im Football sagen würde. Der Pass war sicherlich ein bisschen zu tief und dann ist es natürlich schwierig, den Ball dann zu kontrollieren in der schnellen Bewegung nach vorne, in Begleitung des Abwehrspielers. Entweder man hat Glück oder so wie eben jetzt eben gerade Pech gehabt, beim nächsten Mal wird es wieder besser aussehen. Aber man sieht auch, wie unheimlich schnell Anne Herrmann sich aus der Abwehr löst, um die Option des leichten Tores mit reinzunehmen. Ja, und das war schon fast eine Schussfalle rechts. Also, beziehungsweise links in dem Fall natürlich. Man hat den außen werfen lassen aus dem spitzen Winkel. Weil die Chancen des Torhüters da natürlich um einiges größer sind. Stimme voll. Und jetzt sehen wir mal Variante auf grün-weißer Seite. Und ja, da haben sie die Lücke gespielt. Sarah Bischoff von außen. Und das Unglück der Tetoerin, die da ausrutscht. Oh, und das war nicht beabsichtigt von Anne Herrmann. Sie wollte einfach direkt werfen. Und die Tetoer-Spielerin macht dann mit dem Körper dicht. Der Ball geht aus. Und so geht der Angriff von vorne los.
Jetzt gibt es 7 Meter und gelbe Karte. Hat sie versucht, über die Klinge springen zu lassen, hat das Bein hochgezogen. Dadurch kurze Verunsicherung in der Flugphase bei Anne Herrmann. Daher auch korrekte Entscheidung, 7 Meter. Ja, Manuela Nowatzki mit der gelben Karte für diese Aktion. Und den 7 Meter macht erneut Anna Linke. Wieder links, diesmal unten, sicher verwandelt. Der zweite war auch unten, der erste war oben. Ja, einmal oben rechts und einmal und zweimal unten links. Okay, bin ich mit einverstanden. Ja, Tetros in keiner Hinsicht irgendwie gefährlich aus dem Rückraum. Deswegen ist es eigentlich auch unheimlich wichtig, dass die Abwehr da unten bei Steffen wirklich im 6-0-Verband steht und gegebenenfalls einmal raustritt, wenn die Spielerin wirklich mal draufzieht. Aber es ist hier teilweise nicht der Fall. Es ist einfach ein Ball hin und her geschiebe. Und das, was ich vorhin auch schon sagte, die Option, ich spiele den Pass zum Kreis und hoffe, dass er sich irgendwo durcharbeitet. Aber sonst ist hier nicht wirklich was zu spüren, wo man denkt, dass Tetro den Rückstand wieder aufholen möchte. Dafür fehlt mir hier die Bewegung und auch ein bisschen die Begeisterung an der ganzen Sache. Ja, inzwischen noch die gelbe Karte für Theresia Meissner. Ja, hören wir gerade von der Bank, von Tetro, soll was ansagen. Mal eine Variante spielen, jetzt mal das 1 gegen 1 genommen, gewonnen. Gelb gegen Anne Herrmann. Und das Tor von der Janine Krenner. 8-5. Maria Kloth erneut mit dem Versuch am Tor, mit dem Würfchen, ja, am Tor vorbei. Der Wurf von außen von Wiebke Badendieck erneut erfolgreich zum 8-6. Jule Schiller hat die Lücke gesucht. Steffen zeigt an. Tinner übernimmt. Das Handzeichen kommt, spielt die 5. Das macht Tinner jetzt auch. Oh. Aber gut rausgerückt jetzt von Tetro. Aber auch schönes Kreisanspiel von Jule Schiller auf Katrin Hilger zum 9-6. Wieder versuchen sie es über außen und Susi Grimm kann den Ball halten, der Ball geht aber ins Aus und damit bleibt Tetro im Ballbesitz. Und 2 Minuten, ja, es gibt 7 Meter, ja, also es ging der Griff an die gelbe Karte in Tasche quasi und die gelbe Karte gab es schon gegen Anne Herrmann, aber es gibt keine 2 Minuten. So wie es jetzt aussieht. Nochmal. Ja, war aber fast die gleiche Aktion wie auf der anderen Seite, auf der Gegenseite. Da kann man ruhig schon mal, wenn man sie vorher bestraft hat mit der gelben Karte, kann man auch mal im ersten Moment. Aber drin, ja. Richtig, der 7 Meter dann verwandelt. Für Tetro, Laura Fischer war dafür ins Tor gegangen. Hat aber keine direkte Wirkung erzielt. Und so haben wir jetzt den neuen Stand von
9-7. Dann hätte Grün-Weiß gern einen Freiwurf gehabt. Nee, war aber korrekt entschieden, war okay so. Und im Gegenzug das schnelle Tor von Nowatzki. 9-8. Gespielt. Maria Kluth mit der Sperre und Theresia Meissner mit dem Treffer. 10-8. Glück für Tedroa, gibt es noch den Freiwurf. Und Auszeit genommen von Einheit Tedro und da wollen wir gleich mal reinhören. Der hat dich mit festgemacht, da hat er dich rausgezogen, deswegen konnte ich frei zu Boden. Also, kommentiert jetzt in jeder Abwehrsache. Abwehrmäßig, so wie die ersten 15 Minuten. Da habt ihr gut gespannt. Ihr lasst sie wieder kommen. Hey! Ihr lasst sie wieder kommen. Ihr lasst sie wieder kommen, wollen wir denn? Und dadurch ist der Fehler. Ihr begeht schon den ersten Fehler. Ihr lasst sie kommen und dann müssen sie 9 Meter, 8 Meter machen, was ihr wollt. Ja? Also, packt wieder zu, macht sie dann mit vorwärts. Ja? Und im Angriff gucken, auf Lücke gehen, auf Schmerz gehen. Okay? Los, weiter geht's. So Kai, dann erzähl mal, was dabei rausgekommen ist beim Lauschen. Ja, beim Lauschen ist das rausgekommen, es gab Beschwerden an der Abwehrarbeit hauptsächlich von Tedro. Er sagte, ihr lasst sie kommen und genau das ist euer Fehler. Um die grobe Aussage nochmal wiederzugeben. Also, dass sie nicht raufgehen auf die Frauen in dem Fall. Ja, passives Spiel angezeigt. Da war eigentlich eine kleine Lücke für Manuela Nowatzki. Kann sie aber nicht nutzen. Und so bleibt es beim 10-8. Und jetzt wird wieder Variante 5 gespielt. Schauen wir mal. Oh, das sind 7 Meter und gelbe Karte. Nee, es gibt Freiwurf. Es gibt noch nicht mal 7, oder? Doch 7 Meter. Und Annalene kommt hin und wir hören Steffen gerade, der sagt, Jule noch gefährlicher. Was meint er damit? Ich sage ja, es ist schwierig als Rechtshänder über halb rechts. Sehr schön verwandelt. Wie gesagt, als Rechtshänder über halb rechts musst du eigentlich erstmal gerade gehen auf die Abwehr. Bei dem Spielzug kommt Jule Schiller hinten rum. Muss aber auch versuchen, nicht schräge zu springen, sondern nach vorne zu springen. Ich denke mal, das ist das, was Steffen meint. Nach vorne springen, nicht zur Seite. Dadurch wird sie dann auch gefährlicher und sie hat ein bisschen mehr Druck im Arm. Weil durch die Seitwärtsbewegung musst du den Körper drehen mit dem Wurfarm. Das ist schwierig.
Dazu können wir ja auch eine Sophie befragen, weil die kann das auch. Erklärung für die Zuschauer. Sophie, deine Spielerin mit hier in der Halle am Schreibertisch. Die Handballgemeinschaft zusammen hier in der Reifenbahn-Sporthalle, wo wir jetzt noch... Handballgemeinschaft Kriwitz, das kannst du dann ruhig erwähnen. Ja, wir haben ja nicht nur Kriwitzer Handballer hier, wir haben auch Handballer hier der SG Banskulesen, zu der du natürlich auch gehörst. Ja. Kriwitz auch, und natürlich die Tetroer sind natürlich hier, die vergessen wir auch nicht. Und jetzt haben wir noch knapp ein Viertel Minuten zu spielen. In der ersten Hälfte steht 11:8 für Grün-Weiß-Schwerin. Das meinte ich vorhin. Und Susi Grimm zweimal erfolgreich. Im Tor ist SV Grün-Weiß-Schwerin. Und Anne Herrmann. Also sicher von außen. Ich habe so das Gefühl, dass die Tetroerin absolut konditionell schlecht drauf sind. Sagen wir es mal so, ich hätte gerade 5-4 was Falsches gesagt. Aber man sieht es an der Körpersprache und auch an den Bewegungen nach vorne oder nach hinten, wo ich jetzt sagen würde, selber als Trainer, konditionell ganz große Schwächen. Dadurch auch immer wieder die Möglichkeit für Schwerin, durch das schnelle Spiel nach vorne sich abzusetzen. Und ich denke mal, es wird sich über die nächsten 30 Minuten her bewahrheiten, dass man auch mit Kondition unheimlich viel erreichen kann beim Handball. Das denke ich auch. Inzwischen gelbe Karte für Juliane Schiller. Und natürlich Handball ein harter, schneller, laufintensiver Sport. Und deshalb Kondition ganz wichtig. Auch wenn das Feld kleiner ist als beispielsweise beim Fußball. Und das Tor von Janine Krener. Und Marie-Claude mit dem direkten Gegenzug und dem Tor für Grün-Weiß-Schwerin. 13:9. Nein. Ja, 7 Meter Entscheidung für Tetero. Und Laura Fischer kommt für Susi Grimm. Das zweite Mal hinter. Und Laura Fischer hält diesen 7 Meter. Und als Belohnung dafür kriegt sie zusätzliche Spielzeit, darf gleich draufbleiben für Susi Grimm, und die erstmal Platz auf der Bank nimmt. Aber wie du eben so schön sagtest, nach 2 Bällen durch die Hosenträger kann man sich auch mal eine Pause gönnen. Ja, um die Hosenträger neu zu spannen, das ist richtig. Also ich sagte auch gerade, es ist schwierig, dorthin zu kommen mit einer Bewegung. Dafür gibt es keine Bewegung für den Torwart. Und deswegen ist es unheimlich schwierig, da irgendwo den Körper irgendwie nach unten zu drücken. Und bei Männern wie bei... Oh, Steffen mit der grünen Karte. Ja, Auszeit bei Grün-Weiß-Schwerin, jetzt 1,5 Minuten vor Ende der ersten Hälfte. Und wir hören auch mal bei Steffen rein, was er uns zu sagen hat. Wir spielen das so, dass wir hier Pass spielen, weil sie werden den Zeitspiel zeigen. Ja? Hier den Pass spielen, oder beziehungsweise den Pass hier zum Mittelmann, zum Finger. Kreuzung mit Jule. Parallelpass zu Edith, und Edith schützt den Mittel rein und schießt ab. Ja? Du stellst hier. Also auf die Seite verlagern. Ja? Kreuzung auf der Seite, Abschluss auf der anderen Seite. Sarah geht mit an. Sarah denkt, ein langer Arm oben. Du hast die Möglichkeit. Ja? Komm nur aus dem langen Arm. Alles klar, was wir spielen wollen? Breite halten. Okay, weiter. So, ja, Steffen hat eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer den nächsten Spielzug. Ach so. Was er als nächstes spielen von
Ich glaube, die letzte Information war auch ganz wichtig, die er noch mitgegeben hat, das Spiel breit halten. Ja, ja. Das ist ja das, wovon wir die ganze Zeit reden. Lässt den Ball laufen, bist in der Bewegung, auch ohne Ball. Machst das Spiel automatisch breit und dann entstehen die Lücken. Und dann ist es dieses, was er auch verlangt, dieses Stoßen, definitiv möglich. Und dann fallen die einfachen Tore, indem man einfach durch die Löcher durchspringt, durch die Abwehr und dann auch einfache Tore machen kann. Ja, das wirkt mir mal so, als wenn sie anziehen und dann abbrechen. Jetzt haben sie mal durchgespielt. Und Anne Herrmann scheitert. Und jetzt läuft der Konter über Nowatzki, aber Grün-Weiß hat sich unheimlich schnell wieder hinten versammelt. Und das spricht auch für das, was du gerade schon gesagt hattest, dass es mit der Tetroer Kondition nicht allzu rosig aussieht. Ja, und das wird ihnen bislang hier auch zum Verhängnis. Und jetzt gibt es nochmal 7 Meter. Für Grün-Weiß-Schwerin und Susi Grimm steht inzwischen wieder im Tor. Und sie bleibt jetzt auch im Tor für diesen 7 Meter. Und mal gucken, nachdem Laura Fischer den letzten gehalten hat. Zeit ist abgelaufen, aber den 7 Meter gibt es natürlich noch. Grimm versucht sie nervös zu machen. War dran, aber das war nichts mehr. Und so endet die erste Halbzeit 13:10 für Grün-Weiß Schwerin. So, jetzt sind wir gleich beim Anpfiff für die zweiten 30 Minuten. Viele Eindrücke von den Zuschauern ist, es ist fast einschläfernd, dieses Spiel. Das heißt, es sollte schneller werden, es etwas attraktiver. Ich denke mal, dann kommt das bisschen, was schon in der Halle ist, kommt dann auch ein bisschen auf hier. Feuert die Mannschaft der zweiten Grün-Weiß-Mädels an. Aber dazu muss ich natürlich im Spielverlauf allgemein etwas ändern. Und ob Tetro ihr. Wir wollen jetzt mal gucken hier, was machen die da? Sie kreuzen. Schade, Pfostenwurf von Anne Herrmann. Nein, aber Tetro muss natürlich mitspielen, damit das jetzt etwas attraktiver wird, die nächsten 30. Ja, selbstverständlich. Es nützt ja nichts, wenn eine Mannschaft hier mehr tut, weil viel mehr als in der ersten Halbzeit muss Grün-Weiß ja gar nicht machen gegen diese Tetroer. Da muss von Tetro jetzt mehr kommen. Ja, es sollte schon mehr von Grün-Weiß kommen, weil es ist die Möglichkeit gewesen, hier sicherlich zur Halbzeit auch schon mit deutlich mehr Treffern zu führen. Da schön gehalten von Susi Grimm. Abpraller abgenommen von Marie Kluth und die spielt natürlich einen sehr klugen und sehr, sehr präzisen Pass auf Anne Herrmann. Und das haben wir auch in der Frühphase der ersten Halbzeit gesehen. Anne Herrmann ist in der Bewegung, sage ich mal, fast schon unschlagbar und unheimlich sicher. Ja, 14:10. Und das dritte Mal durch die Beine. Und da hatten wir, glaube ich, alle drei, also wir beide und auch Susi Grimm, denselben Gedanken und dessen Jule Schiller mit dem Treffer zum 15:11. Ja, da muss ich lächeln. Tetro versucht es jetzt mit der Zange 4-2 mit zwei Kreisläufern, um ein bisschen, was mir jetzt ein bisschen unerklärlich ist, diese 6-0-Abwehr, die ja sehr gut steht bei Schwerin, irgendwie auseinanderzuziehen. Ist aber kaum möglich, dadurch, dass die Kreisläufer, wie gesagt, im Raum stehen. Und die Aufbauspieler den Ball in dem Moment, wo wir hier sehen, mit zwei Aufbauspielern nur passen. Zwei Außenspielerinnen und zwei Kreisläufer, das wird so nicht funktionieren auf Dauer. Ja, das schreit jetzt auch geradezu nach passivem Spiel. Ja, bei Steffen ist es schon angekommen, das passive Spiel. Und wieder durch die Beine.
aber an das Quergestänge und Maria Kluth mit dem Schrittfehler. Und jetzt mal schnell gespielt von Tetero. Und der Treffer. Für die Einheit zum 15:12. Katrin Hilger, falsche Sperre am Kreis. Und Tetero mit der nächsten Schnellbewegung und Nowatzki mit dem Treffer zum 13:15. Ja, jetzt macht hier Tetero zwei schnelle Treffer per Konter. Und halten dieses Spiel, was eigentlich überhaupt nicht spannend ist, zumindest ergebnistechnisch spannend. Immer mehr technische Fehler jetzt. Ja, kann man sagen, toll gemacht, Sarah. Ja, Sarah Bischoff mit dem 16:13. Haben sie gut freigespielt auf der Außenseite, hat sie viel Platz gehabt und den hat sie genutzt. Es sah ein bisschen glücklich aus, dass sie freigespielt wurde. Sie war auch ein bisschen überrascht über den Platz, den sie gerade hatte. Also sie hat das halt, wie gesagt, gut genutzt. Daher auch ein verdienter Treffer. Und Nowatzki mit dem Treffer zum 16:14, aber vorher haben wir von der Tetroer Bank gehört, sie muss rauskommen, sie versteckt sich dahinter, aber das ist der Kreisläufer gemeint. Und das sah man einen Schrittfehler unter Pfosten und jetzt gibt es 7 Meter. Abwehr im Kreis, okay. Im Kreis gelaufen, ja. Hat sie zwar nicht attackiert, aber dadurch, dass sie halt durch den Raum geht, wo sie zum Abschluss gehen möchte, ist es natürlich ein 7 Meter. Ja, ich hatte schon wenig Bedenken, da war eigentlich keine wirkliche Berührung zu sehen. Und wenn sie sich schubst, dann gibt's Rot. Richtig. Und Laura Fischer für diesen 7 Meter hat die Hand dran, aber der Ball ist drin, 16:15. Maria Kluth an den Pfosten und der zweite. Dann gehen die Laufrichtungen der Torhüterin zum 17:15. Und jetzt hier grün-weiße Bank. Sehr aktiv zupacken in der Abwehr. Es ist jetzt wieder richtig Abwehr spielen. Ja, jetzt ist das probate Mittel, die beiden Kreisläufer. Arbeiten auf den halben Positionen, wo die beiden Aufbauspieler stehen, mit Sperre absetzen, ist natürlich ein probates Mittel bei dieser Abwehr. 6-0 hat ja jetzt eben auch schon ein, zwei Mal funktioniert, zumindest dass ein 7-Meter-Ball rauskommt. Ansonsten muss man natürlich in der Absprache der Abwehr muss man natürlich darauf achten, dass das Übergeben dort von 2 auf 3 funktioniert, damit Sperre absetzen nicht funktioniert. Tetero Glück. Dass sie den Freiwurf zugesprochen bekommen. Und über außen der Pfostentreffer. Und der Konter für Grün-Weiß-Schwerin, Maria Kluth mit dem Treffer. 18:15. Ja, auch
aufmunternde Worte von der Bank aus Cedro. Weitermachen, Mädels, nicht aufgeben. Sicherlich, der Spielstand sind nur 3 Tore Rückstand. Heißt, es sind noch 22, Entschuldigung. Das heißt, auch da ist noch natürlich alles möglich. Aber mit so einem Fehlern, technischen Fehler, macht man sich das bisschen, was man sich vorher erarbeitet hat, natürlich kaputt. Und wird wunderbar genutzt von Anne Herrmann und der 2-Minuten-Strafe für die Nummer 11 von Tito. Nancy Leier. Ja, wir machen sich viel kaputt. Das war ein Pass nach außen, wo niemand stand. Ja, das kommt dadurch zustande. Man spielt mit 2 Kreisläufern, 2 Aufbauspielern, 2 Außen. Wenn der Außen einläuft, habe ich niemanden mehr. Dann habe ich 3 Kreisläufer, 1 Aufbauspieler nur noch so ungefähr. Und hinten auf der anderen Seite steht noch ein Außen. Dadurch eben fast über die Hälfte der Fläche kein Spieler mehr auf der rechten Seite. Daher auch dieser Fehlpass zustande kommt. Übertreten, deshalb Abwurf für Grünwald Schmarin und sie möchten die Überzahl wieder ausspielen, so möchte Steffen es jedenfalls. Und Jule Schiller wird da aufgehalten und deswegen jetzt neuer Angriff für Grünwald Schmarin, aber da ist die Lücke in Überzahl für Theresia Meissner. Muss man auch die Katrin Hilger mal loben, da hat sie ganz toll gestanden. Hat auch festgehalten an ihrer Position, hat den Abwehrspieler nicht vorbeigehen lassen. So hat natürlich Tinna riesig viel Platz. Und das ist, was Steffen wohl meinte, Stoß auf die Lücken. Da war sie, wird genutzt, Tor. Gut gearbeitet von Sarah Bischoff. Trotzdem der Freiwurf für Tedro. Da sind sich die Tedorer nicht einig. Anne Herrmann holt sich den Ball. Und Jule Schiller auf Theresia Meissner. Und der Treffer für Grünwald-Schwerin. 21:15. Wenn es so weitergeht, ist es standesgemäß und dem Spielverlauf entsprechend. Hat sie sich gut durchgetankt. 2 Minuten Strafe für Katrin Hilger. Und Katrin Hilger bekommt die 2 Minuten Strafe. Kurze, einfache Frage von Stefan und seine Spielerin. Ja, was sollte das? Unnötig. Ja, ist unnötig. Klar, man spielt 6 gegen 5. Man bleibt, wenn man kompakt stehen bleibt und sie nicht auf die Lücke stoßen lässt, sondern zusammenschiebt, kommt sie da gar nicht durch. Aber es hat sie toll gemacht dort, die Spiele von Tetero. Deswegen auch mit Erfolg und dem Treffer. Zum 21:16. Und jetzt haben wir einen Moment lang 5 gegen 5. Nee, wir sind schon wieder bei 5 gegen 6, richtig? Tetero hat schon wieder aufgefüllt. Und deswegen Schwerin jetzt in Unterzahl. Nur so schön sagt, vergrabbelt von Anne Herrmann. Und jetzt mal schön mit Schwung der Treffer von Badendieck. 21:17. Ja, sie stand gerade beim Abspiel stand mit dem Fuß schon auf der Linie vom 6-Meter-Kreis, daher klar, übertreten. Und Ballbesitz für Tedro. 21:17 und Katrin Hilger füllt jetzt wieder auf, aber Tedro nutzt noch die Lücke, die sich durch dieses Überzahlspiel ergeben. Zum Treffer von
21 zu 18 und Katrin Heger wollte einfach Möglichkeit nutzen, dass sie weit vorne stand, den Konter schnell einleiten, die schnelle Mitte machen, aber dann kann sie den Ball nicht fangen. Und jetzt die Aufforderung von Steffen Franke von der Bank von Grünwald-Schwerin an seine Mittelspielerin Spielwas. Aber die Spielerin hier auf der Bank von Tetro, die analysiert es eigentlich richtig, ne? Da passiert nichts. Das ist richtig, das ist ja das, was wir vorhin schon mal hatten. Das Schwerin jetzt gerade ein bisschen planlos spielt und nicht auf die linken Lücken stößt und auch gar nicht den Ball und sich selber in Bewegung bringt. Dadurch jetzt auch der Wurfversuch aus dem Rückraum, der sehr gut abgewehrt wurde von der Torhüterin. Wenn man so weitermacht, wird es nach hinten raus nochmal eng, vermute ich mal. Was mir aber auch aufgefallen ist bei Tetro, ist eine Spielerin gleich wohl ganz in der Kabine geblieben. Die Nummer 6 von Tetro. Nee, die Nummer 6, Manuela ja. Nowatzki. Die andere. Nummer 10. Die hast du ja nicht aufgeschrieben, hast 2-11 aufgeschrieben. Und jetzt 7 Meter und Susi Grimm hat den Ball ins Gesicht bekommen. Abwurf. Aber Laura Fischer wird dafür erstmal ins Tor gehen. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm ist für Susi Grimm. Dass die Nase ganz geblieben ist. Ja, dass die Nase noch dran ist. Und dass es nur in Anführungsstrichen Nasenbluten sind. Ist jetzt gleich in die Kabine gegangen, aber das Spiel geht natürlich weiter mit Laura Fischer jetzt im Tor für Grünwald-Schwerin. 21 zu 18 der Spielstand. Und Sarah Bischoff scheitert an der Tetroer Torhüterin. Sie sollte einen Tick länger warten und dann gucken auf die erste Bewegung von der Torhüterin, weil so viele Bewegungen macht die Torhüterin nicht. Die macht einen Breitschritt nach innen. Das heißt, da eröffnet sich natürlich eine große Möglichkeit, oben über die Schultern zu schieben den Ball oder wirklich in die Schrittbewegung als Aufsetzer auf die Beine zu zielen. Ja, da macht Tetro jetzt gut dicht, das Spiel. Noch war passives Spiel jetzt angezeigt von den Schiedsrichtern. Da muss es einen Abschluss geben. Und da hat sie Maria Kluth wehgetan an der Gegenspielerin. Ja, durch den Kreis gelaufen, deshalb der Abwurf für Grünwald-Schwerin. Und das Spiel plätschert so ein bisschen vor sich hin. Wieder abgebrochen. Thank you.
Und der Treffer von Theresa Meisner? Ja, grenzwertig gewesen. Also ich habe da auch leicht spekuliert auf Stürmerfoul. Aber Glück gehabt für Tinner. Macht den Treffer, markiert zum 22:18. Aber so richtig mitreißen ist es immer noch nicht geworden. Ich habe es ja gehofft, aber wir haben noch 15 Minuten Zeit. Ja, vielleicht bringen die uns zumindest ein wenig Spannung mit ins Spiel. Wenn es auch nicht mehr hochklassig werden dürfte, aber ist vermehrt aufgefallen. Jetzt dieses grenzwertige Tor von Theresa Meisner, auch vorher schon dreimal abgepfiffen wegen Stürmerfoul. Sollte sie drüber nachdenken. Ja, sie springt jetzt wirklich, wenn kein Platz da ist, springt man auf den Abwehrspieler drauf. Und wenn es dumm. Ah, schlechtes Stellungsspiel vom Torwart eben. Ja, Laura Fischer. Darf eigentlich nicht passieren. Und Katrin Clemens mit dem Treffer. Und Anne Herrmann auf der anderen Seite ebenfalls mit dem Treffer. 23:19. Zwei Minuten erneut gegen Katrin Hilger. In zweiten zwei Minuten. Es gibt noch ein bisschen Konfusion beim Wechseln. Der 7 Meter sicher verwandelt von Südbrock. Ja, 23:20. Ist ein Hallo. Katrin Hilger ist ein bisschen entsetzt. Sie sagt, sie ist nur durch den Kreis gelaufen. 7 Meter okay, aber er gab von ihr keine Berührung. Deswegen versteht sie ein bisschen sie hat Unverständnis für die 2 Minuten Strafe. Es ist jetzt aber nur mal so, Mädels müssen wieder zu fünft spielen. Kann man nur hoffen, dass Katrin sich in den letzten 13 Minuten nicht die dritte 2-Minuten-Strafe einhandelt. Ja, die Gefahr besteht natürlich und ein cleverer Gegner wird darauf spielen. Wohl wahr. Und Katrin Hilger ist doch eine Belebung für das Angriffsspiel auf jeden Fall des SV Grünwald-Schwerin. Ja, sie arbeitet sehr gut und auch sehr, sehr robust am Kreis und ich denke mal, dadurch entstehen die Lücken zum Durchstoßen. Ob das nur für Marie Kluth ist oder für Tinna. Bei Jule Schiller hat das noch nicht ganz so gewirkt. Auch hier, man hat immer das Gefühl, sie hat vor irgendwas Angst. Sie hat unheimlich viel Sprungkraft, sie kommt mit ordentlich Dampf. Soll das Ding einfach aus der Bewegung einfach mal abdreschen. Weil ich glaube, damit ist ihr eher geholfen, als wenn sie immer wieder versucht, aus dieser Sprungbewegung nochmal abzubrechen, runterzukommen und neu zu starten. Ja, und Steffen sagte das auch gerade, Jule soll durchziehen. Da haben wir natürlich Jule Schiller gemeint. Und jetzt gibt es den 7 Meter gegen Theresa Meisner. Und entgegen deiner Vermutung keine 2 Minuten. Und Susi Grimm wieder da. Der geht's also wieder gut. Die Nase sieht auch noch sehr spitz aus, also ist wohl noch dran. Die Nase sieht nicht spitz aus, sieht schön aus. Sag einer Frau, dass du eine spitze Nase hast und sie geht zum Arzt. Okay, also sagen wir, die Nase sieht bestens aus, wenn sie jetzt auch nicht den richtigen Riecher hat für den Ball. Das ist in Ordnung. 23:21 für Grünwald-Schwerin. Ja, wir sind schon mal auf 6 Tore weg und jetzt sind wir wieder bei 2. Katrin Hilger wieder aufgefüllt. Ja, also Grünwald-Schwerin sorgt zumindest für die nötige Spannung hier im Spiel. Lass den Gegner mal wieder rankommen. Ja, das ist ja nicht wirklich Spannung, weil wenn das Ganze Spannung hätte, wäre das Spiel schneller, attraktiver und es wäre auch lautstärker. Von beiden Mannschaften her, in der Abwehr, im Angriff. Fehlt mir alles so ein bisschen, da fehlt mir die Emotion und weiß ich, mir fehlt heute irgendwas. Jetzt mal Positionstausch von Anne Herrmann und Jule Schiller. Ja, Anne Herrmann kann natürlich als Linkshänderin dort Akzente setzen.
dadurch, dass sie halt Linkshänder ist, über die halbrechte Position kommt, ist der Wurfhand nach innen geöffnet. Das heißt, beim Absprung öffnet sie das Tor. Ein Rechtshänder hat natürlich große Probleme da. Der passive Spiel jetzt angezeigt. So, jetzt muss man, genau, Steffen sagt, jetzt muss man stellen, jetzt muss man eine schnelle Lösung finden. Man hat nur ein oder zwei Pässe Zeit. Anne Herrmann übernimmt. Nee, doch nicht. Ja, der Pass auf Marie-Claude. Unvollständig und der Konter von Tetero. Gut durchgespielt. Und das Tor. 23-22. Tetero wie bis auf einen Treffer dran. Und Anne Herrmann stellt den alten Abstand wieder her. 24-22. Und bereitet ihre Gegenspielerin Kopfschmerzen, die sie jetzt gerade beim Durchziehen ihres Wurfs so ein bisschen an der Schädeldecke getroffen hat. Ja, aber das gehört dazu und das sieht auch noch gut aus. Keine sie muss raus, sie zeigt an, sie muss raus. Aber doch ein etwas kräftigerer Schlag. Ja, dann hoffen wir, dass es nur ein kurzzeitiges Dröhnen im Kopf ist und dass es dann auch für sie weitergeht. Ah, zu Glück, dass er Freiwurf noch bekommt. Nowatzki. Kreisläufer als Bande benutzt und jetzt gibt es den 7 Meter. Und dafür erneut der Torwechsel auf grün-weißer Seite. Susi Grimm geht aus dem Tor. Dann mal gucken, ob Laura Fischer jetzt den richtigen Riecher hat. Weil sie hat auch eine schöne Nase, genau. Ja, und da sind wir wieder beim Anschlusstreffer. 24-23, sicher verwandelt. Durch Südbrock. Halbe Höhe, dankbar für den Torwart. Den muss Anne Herrmann natürlich entweder ganz tief setzen oder richtig hoch ins Eck. Aber ich denke mal, dann ist die Bewegung bei der Torhüterin auch eingeschränkt. Aber dazu muss der Ball natürlich platziert kommen. Ja, das kann man nicht. Und so war jetzt die Chance zum Ausgleich da. Und Jule Schiller kann sich da nicht durchsetzen gegen die Spielerin. Und da geht sie nicht selbst. Anne Herrmann wirft den Ball vorbei und es gibt Abwurf für Einheit Tetero. Ja, nee. Da hätte unsere Nummer 7 einfach nur gerade durchgehen müssen, ziehen müssen und nicht den Pass nach außen zu einer Linkshänderin nach links außen. Auch da wieder die Erklärung, links außen, linke Seite, Linkshänder funktioniert nicht wirklich. Das haben wir auf der anderen Seite mit Julia Schiller auf der rechten Seite als Rechtshänderin. Ja, Lisa Besen hat was. Und dann ist sie frei durch, dann hat sie den Wurf, die Nancy Leier. Und die Chance zum Ausgleich nicht genutzt. Da stand Steffen gerade kurz vor mir als Kasper. Ja, Steffen sagt das auch gerade mal. Mehr Platz kriegst du nicht. Geh einfach weiter, zieh mit dem Ball, bis der Abwehrspieler kommt. Das, was ich eben auch schon gesagt habe. Und Anne Herrmann. Sorgt für eine kleine Verschaufpause für Grün-Weiß 25-23. Ja, neunter Treffer also von Herrmann bereits. Und das 6 Minuten vor dem Ende. Und ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, den 10. macht sie auch noch. Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Weil ich sag mal, mit der Anne Herrmann fällt und steht die Mannschaft. Hast du ihre Tore nicht, wird es hier ganz, ganz eng. Weil dazu sind anderen Spielerinnen noch nicht so weit, sind im Lernprozess immer noch. Deswegen sagen wir ja, das Pilotprojekt Steffen und die zweite in die MV-Liga.
hat geklappt einerseits, aber andererseits gab es auch viele Rückschläge. Wie gesagt, auch auf personeller Seite. Ja, ich bin fertig. Und Susi Grimm hält den 2-Tore-Vorsprung fest, 25-23. Ja, natürlich, aber Rückschläge muss es natürlich auch geben. Gibt es auch in einer A-Jugend-Saison. Und das ist ja das, dass es hier viele eigentlich noch A-Jugendliche sind. Und Anne Herrmann scheitert jetzt und der Konter für Tetro. Und die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Aber Tetro hat nicht genug nachgerückt und Schwerin hat die Abwehr schnell wieder gestellt. So, wir haben jetzt 5 Minuten. Und was war das? Beim Typen den Ball, die Hand über den Ball genommen, geführt. Das ist so eine Art Doppeldribbling. Wird nicht immer gesehen und nicht immer gepfiffen, aber diesmal gut erkannt. Glück für Grünwald-Schwerin, das konnte schon. Ja, Schiedsrichter haben sich auch nochmal abgestimmt eben. Hat nochmal das Zeichen gegeben für dieses Übergreifen mit dem Ball. Ja, es könnte eine entscheidende Szene sein, wenn Grün-Weiß jetzt hier auf 3 Tore wegzieht. Schön erkämpft, aber der Ballbesitz bleibt bei Grün-Weiß-Schwerin. Na Mann, Jule Schiller kommt nicht an den Ball. Und Anna Linke auf der Bank kämpft schon mit der Stimme. Versucht er. Und Nowatzki. Und nichts war's. Ich sag das nicht, was ich jetzt gesagt habe. Ich krieg hier Ärger. Scheiße. Gut, 2 Tore sind es noch, aber der Wurf zu leicht von Katrin Körmann. Und so wird es natürlich nichts. Und Anne Herrmann von außen. Pfosten! Und das war sehr gut aufgepasst von Clemens. Und jetzt Clemens gegen Theresa Meissner. Und das gibt den 9 Meter. Stark zugearbeitet. Und Auszeit von Tedro. Und da wollen wir jetzt mal reinhören. Das könnte noch mal spannend werden. Leute, jeder hat seinen Bereich. Das sind noch 2 Tore, die spielt gerade ungefähr noch 4 Minuten ungefähr. Spielt das Ding jetzt von der Abwehr, die steht, keine Diskussion, jetzt müssen die Dinge vorne bloß noch reinmachen. Und mehr ist das nicht. Gucken, wer frei ist und dann rein in die Lücke, durchgehen, durchziehen, Tor und so schnell wie möglich wieder zurück. Klar? Einfach, nur Druck machen. Naja, ich kann nicht mit der Schule. Das geht zu schnell. So, haltet noch durch, hier weiter geht's. Komm, los! Tja, so einfach kann Handball sein. Die Abwehr steht ja jetzt, jetzt müssen wir vorne nur noch Druck machen, die Lücken finden und das Tor machen. Wir haben nur 2 Tore bei 4 Minuten. Ja, aber die Möglichkeit bestand natürlich auch schon in den letzten 6-7 Minuten für Tetro, immer wieder mal ranzukommen. Wir haben ja auch 1 Torrückstand gehabt. Da hat man manchmal das Gefühl, dass Spielerinnen, die entscheidende Akzente setzen können, dann kurzzeitig den Kopf verlieren und dann entstehen die technischen Fehler. Mir fehlt auch so ein bisschen das Unbedingte, das Ding hier noch kippen zu können, drehen zu können. Und ich denke mal, deswegen wird Schwerin auch als Sieger hier von der Platte gehen. Ja, und Nowatzki muss dann natürlich das Tor treffen. Denk mal, wenn die Mädels jetzt 1 Tor machen, 1 Treffer setzen, dann haben sie das Ding auf jeden Fall in der Tasche. Frage ist nur noch in welcher Höhe, ob mit 2, 3 oder mit 1 Tor. Ja, wusste Jule Schiller nicht wohin und auch da jetzt die Gefahr des passiven Spiels noch da und ist Steffen, der alte Fuchs, mit der Timeout-Karte in der Hand, aber der Ball ist schon wieder weg. Und nochmal mit dem Treffer 25-24. Jetzt haben wir das spannende Spiel und das in den letzten 2 Minuten. Darauf haben wir 58 Minuten lang gewartet. Ja,
Ja, und ich glaube, Steffen hat das 58 Minuten lang zu verhindern versucht. Und Maria Claude. Das war Gott. Wahnsinniges Glück. Also ich glaube, als Torhüter möchtest du dich jetzt unter dem Parkett verkriechen, weil das darf nicht passieren. Das kann eigentlich auch nicht passieren. Aber nun ist es passiert. Glück für Schwerin. Oh, und auf der anderen Seite fast dasselbe, ja. Was für ein Spiel und Susi Grimm mit einem klasse Reflex. Und an der Linke hoch die Arme und das Tor für Tetro. Durch Badendiek. Eine Minute, ein Tor. Vor für Grün-Weiß-Sperrin, aber Grün-Weiß-Sperrin auch im Ballbesitz. Steffen ist ja seine Spezialvariante. Siebter Feldspieler eventuell. Ja, zufälligerweise die Nummer 7, Lena Besenhardt. Macht sich auf der Bank bereit. Aber erstmal versuchen sie es mit 6 gegen 6. Beziehungsweise auf dem Feld, beziehungsweise 7 gegen 7 mit Torwart. Aufpassen auch wieder auf passives Spiel. Kommunikation bei den Schiedsrichtern ist vorhanden. Das heißt, sie haben stetigen Blickkontakt. Und wir haben, jetzt müsste es gleich losgehen. Und Steffen, bevor es kommt, Steffen mit der Auszeit. Das ist aber gerannt. Und wir hören mal rein. Ja, Steffen sagt eigentlich, ne, ein Tor noch, das reicht uns. Bei 30 Sekunden Spielzeit ist das anzunehmen. Und er sagt, ausspielen lassen, bis es Zeit bekommt, Freiwurf suchen, abschließen. Sprich, die Zeit runterspielen lassen, was man ja machen kann, wenn man führt. Richtig, richtig. Aber man muss natürlich auch beobachten, wie schnell holen die Schiedsrichter, weil die Gefahr war eben schon da vom passiven Spiel. Wie lange warten die Schiedsrichter jetzt? Ins Netz. Um Tedro Tinner raus. Nee, sie stellen eine Spielerin vor, um den schnellen Konter zu setzen. Also quasi über Tal, Anne Herrmann, gehalten. Was ruft Steffen? Stockfoul. Und jetzt gibt es nur noch den Freiwurf. Aus einer Entfernung von circa gut 15, 16 Metern. Eigentlich unmöglich, aber unmögliche Sachen passieren öfter mal auch beim Handball. Ja, wir haben eben gerade gesehen, wie der Ball unmöglicherweise vom Torwart ins Tor springt. Ja. Mal gucken, ob zwei unmögliche Dinge innerhalb von 2 Minuten möglich sind. Aber das wären ja dann schon 3, weil Susi hat ja fast das gleiche Fehlerchen produziert. Naja. Ja, wenn nicht, ist unmöglich in der Reiferbahn-Sporthalle. Das wissen wir spätestens seit Nordhareslee. So, ein bisschen weiter nach außen. Und Theresia Meissner mit der Hand am Ball und hält damit den Sieg fest für Grün-Weiß-Schwerin. Durchatmen auf Schweriner Seite. Man gewinnt gegen Tetro mit 26 zu 25. Hat es spannender gemacht, als es nötig war. Ich muss nur mal sagen, mein Tipp mit den 5 Toren wäre definitiv drin gewesen. Bin froh, dass es 2 Punkte sind und wenn es nur mit einem Treffer ist. So wird das Steffen auch sehen. Und damit verabschieden wir uns hier vom Kommentatorenplatz.
26:25 endet das MV-Ligaspiel zwischen dem SV Grünwald Schwerin 2 und Einheit Teterow. Bei mir habe ich jetzt beide Trainer zur Nachbetrachtung des Spiels. Wenn nämlich erstmal die Gäste. Zum Ende ist es noch richtig knapp geworden. Woran hat es gescheitert? Warum hat es nicht ganz geklappt am Ende? Ja, erstmal Glückwunsch an Grünwald Schwerin zum Sieg, zum tollen Sieg war. Ich möchte mal sagen, gescheitert oder gefehlt hat es einfach an die Umsetzung, einfache Tore zu erzielen, die vorne nicht gebracht wurden. Ja, Steffen, kurze Einschätzung zum Spiel. Man hatte den Eindruck, ihr wart schon weg und dann? Dann wollten wir es nochmal für die Zuschauer spannend machen. Wir haben Spaß dran, dass der Trainer vielleicht noch das ein oder andere graue Haar bekommt. Es ist so, wir haben es uns selber schwer gemacht. Wir sind nicht konsequent in die Lücken nachher gestoßen. Das, was wir phasenweise gut gemacht haben, wo wir uns dann auch den Vorsprung erarbeitet haben, haben wir dann auf einmal wieder sein lassen, dachten, das Spiel geht so daher. Davor habe ich eine Halbzeit gemacht, davor habe ich vor dem Spiel gewarnt, in den Auszeiten auch. Ja, und dann kommt eben halt so ein Spielstand zustande. Ich bin glücklich, dass wir Ende dann doch beide Punkte hier behalten können. Das war enorm wichtig für die Mannschaft, weil wir haben jetzt seit dem 18.12. nicht mehr gewonnen, beziehungsweise ja, seit dem 18.12. nicht mehr gewonnen. Von daher war es wichtig, dass wir jetzt wieder mal ein Zeichen setzen. Ja, ein Zeichen setzen heißt das auch für Teterow. Wie geht's mit euch weiter? Ihr habt jetzt das Spiel gegen Schwerin verloren, gebt den 5. Platz an Schwerin wieder ab. Trotzdem zuversichtlich noch für die Saison? Also sportlich gesehen können wir nicht mehr absteigen, also nicht mehr tiefer rutschen im Moment, so wie es aussieht. Wir hoffen, dass wir die nächsten Heimspiele oder die nächsten Spiele, die wir haben, über die Bühne kriegen, vernünftig über die Bühne kriegen und mindestens noch 2 Siege einfahren. Ja, gegen wen geht es dann als nächstes? Als nächstes geht es gegen den Doberaner SV. Da muss ein sogenannter Pflichtsieg kommen, das muss geschafft werden. Und danach werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich glaube mal, danach geht es gegen Stralsund. Ja, Steffen, du hast jetzt noch 3 Spiele, habt ihr noch vor euch, dann ist die Saison rum. Wir haben vorher schon ein bisschen vor dem Spiel kurz philosophiert. Pilotprojekt, zweite Mannschaft Grünwald-Schwerin. Kann man jetzt schon sagen, ist es gelungen? Wichtig ist, dass wir allen Spielerinnen eine Möglichkeit gehabt haben, ihrem Hobby nachzugehen. Also in der Linie ist das Projekt auf jeden Fall schon gelungen. Und ich sag mal auch mit den Ergebnissen mittlerweile, jetzt haben wir wieder Platz 5. Wenn wir verloren hätten, wären wir auf Platz 7 zurückgerutscht. Ich denke auch, dass wir damit im Soll sind. Ich habe vor der Saison gesagt, wenn wir uns zwischen 4 und 6 einpegeln, dann haben wir alles erreicht. Jetzt heißt es auch in den restlichen Spielen für uns vernünftig zu verabschieden. Was heißt verabschieden? Also wir wollen nächstes Jahr wiederkommen, aber die Saison gut zu beenden. Und da heißt es auch nochmal mindestens 2 Siege holen. Ja, und gegen wen als nächstes? Nächste Woche haben wir ein Nachholspiel zu Hause gegen Pädagogik Rostock. Da haben wir uns im Hinspiel auch relativ schwer getan. Wichtig ist, dass alle Mädels an sich glauben. Und dann ist auch da ein Sieg möglich. Danach geht es dann eben halt nach Bad. Wir haben auch im Hinspiel gesehen, dass da was möglich ist, auch wenn wir mit 7 Toren letzten Endes verloren haben. Es lag an den fehlenden Wechselalternativen. Und zum Abschluss haben wir dann eben halt das Spiel bei der TSG Wismar, zweite Mannschaft. Und so ein Derby kann ja auch nochmal was für sich bringen. Ja, das mit Sicherheit. Dann wünsche ich beiden Mannschaften da viel Glück für den Rest der Saison. Wir sehen uns sicherlich nochmal wieder, Steffen. Und wir sehen uns bestimmt auch nochmal wieder. Und wir, liebe Zuschauer, sind Sie wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin. Vielen Dank. Ja, mach's gut nach Hause, ne?